Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Ich bin letztens mal meine Make-up-Sammlung durchgegangen, denn ich habe mittlerweile wirklich viel angesammelt. Und ja, ich habe aussortiert und habe gleichzeitig auch eine Inventarliste angefangen. Das ist diese hier. Hier steht alles drin. Also ich habe hier einfach mal nach verschiedenen Kategorien sortiert. Ich habe halt einfach mal alles aufgeschrieben, was ich habe und habe halt auch mal Freiraum gelassen, weil es wird natürlich noch ein bisschen was dazukommen. Und ja, so habe ich das einfach mal so ein bisschen durchgegangen durch die Produkte und das einfach mal aufgelistet. So, wie ich auf die Idee gekommen bin, liegt einfach daran, dass die liebe Melli vom Kanal Melo Flori und die liebe Jenny vom Kanal Miss Curly Jen, ich verlinke euch auch die beiden Kanäle einfach mal unten in der Infobox, auch so ein Project Pan Projekt haben. Und in die Richtung möchte ich auch ein bisschen gehen. Einfach aus dem Grund, dass ich mir im Monat, also ich werde es einfach monatlich probieren, so 5 bis 6 Produkte raussuchen möchte und das per Zufall einfach, damit auch Produkte, zu denen ich jetzt nicht so oft greife, die ich aber jetzt noch in meiner Make-up-Sammlung gelassen habe, weil sie mir an sich gefallen, die auch verwenden möchte und einfach so ein bisschen ein Aufbrauchprojekt starten möchte, dass sowas nicht vergessen wird. Und dafür habe ich mir auch so eine kleine Waage hier zugelegt. Einfach aus dem Grund mal zu sehen, wie viel verbraucht sich denn in dem Monat davon? Habe ich das überhaupt angewendet? Und ja, ich würde jetzt sagen, ich starte jetzt mal meine App. Ich habe mir hier so eine Random-App rausgesucht und gucke jetzt einfach mal, wie viele Kategorien ich habe. Ich habe momentan 28 Kategorien. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal von 1 bis 28. Und mache jetzt einfach mal schütteln. Und es kommen die 27 bei raus. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit so 5 Produkten, die ich mir im Monat einfach mal jetzt rauslegen möchte. Und dann schütteln wir wieder. Und es kommt die 11 dabei raus. Die 9. Die 19 und eine noch, die 5. Okay. Bei der 27 geht es um Lippenstifte. Und zwar Lippenstifte, die Kategorie Lippenstifte sind Lippenstifte, die jetzt nicht unbedingt für den Alltag sind. So sieht das Ganze hier aus. Und da haben wir insgesamt 23 Stück. Und ich schüttle einmal. Und es kommen die 5 dabei raus. Also dann haben wir einmal die 5. Dann haben wir die Kategorie 11. Und 11 sind Face-Paletten. Da habe ich hier so viele, also insgesamt 8 Stück, gebe ich einmal die 8 ein und dann wird wieder geschüttelt und es kommt die 3 dabei raus. Ja, als nächstes kommen wir zur Kategorie 9 und 9 ist Contour. Da habe ich, glaube ich, aber nicht so viel. Ja, da habe ich genau ein Produkt und das ist die Catrice Prime and Fine Professional Contouring Radiance Palette. Da braucht man den Randomizer hier gar nicht einschalten. Dann kommen wir zur Kategorie 19 und das sind Pigmente. Okay. Pigmente, wo seid ihr? Ich glaube, da habe ich aber auch nicht viel. Ich glaube, da habe ich 2 Stück oder so. Ja.
Genau, zwei Pigmente, einmal von Mask und einmal von Essence. Und wir schütteln wieder. Und es kommt die 1 dabei raus. Dann haben wir noch die Kategorie 5. Und 5 sind Concealer. Und Concealer habe ich insgesamt 8 Stück. Und wir schütteln wieder. Na, jetzt. Da haben wir die 8 dann. Und was ich jetzt auf jeden Fall noch dazu nehmen möchte, sind Alltagslippenstifte, denn da habe ich auch einige und da möchte ich auch ein bisschen aufbrauchen. Und gerade für den Alltag, ich bin viel im Büro und da möchte ich gerne Alltagsfarben tragen. Da habe ich insgesamt 28 Lippenstifte für den Alltag und da suchen wir uns nämlich auch noch einen aus. Also ich schüttel wieder einmal. Und da kommt die Nummer 6 dabei raus. Okay. Ich suche die Produkte jetzt einmal schnell raus. Ich wiege die Produkte auch einmal schon mal schnell ab und dann bin ich gleich wieder da. Ja, ich habe jetzt alle Produkte rausgesucht und wir starten jetzt gleich mit der Kategorie Lippenstifte. Und da habe ich hier vom P2 die Fabulous Beauty Gala Lippenstifte in der Farbe 010 in Deep Pink. Das war mal so eine Limited Edition. Und der sieht so raus, also ein richtig, richtig schöner Farbton eigentlich. So sieht das Ganze aus. Und der hat jetzt aktuell noch 15,8 Gramm. Ja, als nächstes habe ich hier bei den Face Paletten ein Produkt rausgezogen. Und das ist dieses W7 Hollywood Bronze and Glow Set. Und das ist im Endeffekt dieses hier. Mag ich sehr, sehr gerne. Also den Highlighter liebe ich, weil es wirklich ein schöner, dezenter Highlighter ist. Den Bronzer verwende ich jetzt eigentlich nicht so oft. So sieht es aus. Es ist halt ein schöner, dezenter Highlighter, den man sehr, sehr gut für die Arbeit hernehmen kann, also für ein Alltags-Make-up. Und ja, mag ich sehr, sehr gerne. Der hat übrigens jetzt aktuell noch 67,9 Gramm. Ja, von Catrice dieses hier. Da verwende ich den Highlighter gar nicht, deswegen habe ich es nicht als Face-Palette gewertet, sondern als Contour-Palette, weil ich wirklich nur diesen Contour-Ton hernehme. Und das ist dieser hier. Man sieht ja auch schon eine leichte Kuhle. Der hat aktuell noch 48,3 Gramm. Und so sieht das Produkt aus. Also ein richtig schöner, matter, leicht arschiger Konturton. Gefällt mir richtig gut. Mag ich sehr, sehr gerne. Ja, dann von Mask das Pigment. Das hatte ich mal in einer Glossy Box und das ist die Farbe Your Toast. Also so sieht der Titel aus. So sieht das Produkt hier aus. Und der hat aktuell 8,5 Gramm. Suche ich euch den mal zu swatchen. Das ist hier dieser Goldton. Also den kann man auch sehr, sehr gut verwenden. Sieht so aus. Richtig, richtig schön. Und so sieht es in dem Titel aus. Eigentlich ein ganz, ganz schöner Ton. Habe ich jetzt ehrlich gesagt schon länger nicht mehr verwendet. Ja, dann habe ich einmal gezogen hier vom Becker den Under Eye Brightening Corrector. Das ist diese helle Farbe hier. Den habe ich jetzt zu Weihnachten von meinem Freund bekommen. So sieht der innen drin aus. Und ja, den werde ich jetzt einfach demnächst mal wieder mitverwenden in meinem Make-up. Und als Alltagston habe ich hier gezogen von MAC eine. Und zwar ist es der Caro Dauer Lippenstift. Der sieht so aus. Und der hat aktuell noch 20,6 Gramm. Und ich sollte den jetzt einfach mal hier hin. Also ein richtig schöner Braunton, gefällt mir auch richtig gut und kann man halt wirklich gut im Alltag tragen. Ja, das sind jetzt im Endeffekt die Produkte, die ich für den nächsten Monat verwenden möchte. Also ich starte jetzt Ende August. Ja, wir haben schon August, oh Gott. Also ich starte jetzt Ende August und es geht dann bis Ende September. Und dann werde ich einmal sagen, wie ich die Produkte verwendet habe, wie viel, das ich aufgebraucht habe
und was als nächstes gelost wird. Und ja, ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert und wie viel man aufbrauchen kann in einem Monat. Und ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das seht. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!